Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute verlassen wir die Insel Sizilien wieder. Wir wollen weiterfliegen nach Kroatien. Es geht 2 Stunden lang nahezu denselben Weg zurück, den wir auch gekommen sind. An Catania, dem Ätna und Taormina vorbei und dann den kleinen Sprung hinüber aufs Festland nach Reggio Calabria. Schon von Weitem sehen wir, dass die Berge dort voller Wolken hängen, aber ich bin vorbereitet. Dieses Mal kann mich die Kontrollerin nicht mit fremden Ortsnamen überraschen. Frühzeitig, schon kurz hinter Taormina, schickt uns die Lotsin zum Festland hinüber. Sie führt uns östlich am Airport Reggio vorbei, über die Berge, die hier knapp 1000 Meter hoch sind. Zunächst können wir uns noch prima mit den Wolken arrangieren. Etwas weiter im Norden liegen sie dann allerdings komplett auf. Wir können die uns zugewiesene Route wegen der tief hängenden Wolken nun nicht mehr einhalten. Also rufe ich unsere Lotsin und bitte um eine Freigabe, entlang der Küste fliegen zu dürfen. Die Genehmigung kommt prompt und so fliegen wir ein weiteres Mal an der Straße von Messina entlang. Fast 1 Stunde lang begleiten uns tiefe Wolken über den Abruzzen. Wir überlegen bereits, was wir tun, sollten wir wegen der Wolken keinen Weg durch die Berge nach Foggia finden. Eine weitere Landung auf dem Flugplatz del Sole wäre eine Möglichkeit, das ist unser Plan B. Aber 1/2 Stunde südlich von Salerno reißt es plötzlich auf. Ein kritischer Blick auf unseren Kraftstoffvorrat, dann fliegen wir den direkten Weg zum heutigen Tagesziel. Ab sofort lacht uns wieder der gewohnte blaue Himmel Italiens an. Von hier ist es nur noch 1/4 Stunde bis zum Ziel, Foggia.
ein ehemaliger Militärplatz, der heute Regionalflugplatz ist. Etwa von der Größe Münster-Osnabrücks oder Paderborns und ähnlich verkehrsarm. Wir scheinen heute Nachmittag nämlich die einzigen Flieger zu sein.